Mich freut es, heute wieder einen sehr interessanten Künstler in der Ermitage im Camp begrüßen zu dürfen. Das ist Christoph Wiesinger. Christoph Wiesinger ist mir ja sofort aufgefallen als ein Künstler, der wieder mal schwer einzuordnen ist, weil er sehr vielschichtig arbeitet. Er hat hier Malerei, Fotografie, Objekte, kleine Bühnenprojekte hat er auch hier als Installationen aufgehängt. Und das zeigt auch seinen Werdegang. Christoph Wiesinger hat Bühnenbild studiert, auf der Angewandten, hat das auch auf der Akademie und im Burgtheater oder mit Anselm Kiefer schon unter großer Perfektion dann ausgeübt, hat sich aber jetzt zurückgezogen, präsentierte seine eigenen Werke, setzt sich da sehr konzentriert immer mit einem Projekt auseinander, und wenn es nicht mehr interessiert, dann kommt das nächste dran. Das hat mir gut gefallen, dass er eben sich nicht wiederholt, sondern immer wieder was Neues sucht. Ihm ist sehr wichtig der Zeitfluss, deswegen heißt es auch Augenblick, die Ausstellung. Was kommt nach dem, was wir gerade sehen? Wir sind ja immer in Bewegung, der Augenblick ist nicht fassbar, dieser Moment. Das heißt, das ist der Übergang in die Zukunft, obwohl wir auch die Vergangenheit schon in uns mittragen. Das sieht man auch in seiner Fotografie sehr gut und in seiner Malerei versucht er auch das hier auch darzustellen, zum Beispiel ein Bild, wo der Fluss wichtig ist, also die Oberflächenstruktur, die fließend ist, wohin, das wissen wir nicht genau. Diese Bewegung ist auch in seinem Objekt Zoetrop zu sehen, das ist eine Wundertrommel über mehrere Stufen, ein ganz großes Objekt von ihm steht auch schon in Wien im Museum. Und hier haben wir auch ein kleines Objekt, das man sich dann aufsetzen kann, man kann rausgehen und man kann dann die Welt als Film wahrnehmen. Man hat sozusagen seinen eigenen Fernseher oder auch Filmkamera, da sind da verschiedene Kader zu sehen, kann man so rausgehen und die Welt eben als Film darstellen, dann wahrnehmen. Und das finde ich, einfach dieser spielerische Moment ist mir immer sehr wichtig, dass ein Künstler es nicht zu ernst nimmt, sondern auch immer den spielerischen Moment in sich trägt und dadurch sich auch weiterentwickelt und uns daran teilnehmen lässt. Also danke, Clemens. Ich bin sehr froh, dass ich hier in deiner Galerie das ausstellen darf, sozusagen, auch als Waldviertler, der ganz in der Nähe wohnt. Eine Ausstellung über den Augenblick. Ein Thema, das mich schon sehr lange beschäftigt, in verschiedensten medialen Ansätzen, sage ich mal, Fotografie, Malerei, Objektbau, sehe ich den Augenblick als einen ganz wesentlichen Faktor in der Zeitlinie, weil er sozusagen unsere Zukunft erzeugt. Und ich suche den Augenblick gerne in der Fotografie, also einem Medium, das für den Moment gebaut wurde, aber auch im Film in anderer Form, als es üblich ist heutzutage, als Fernseher oder als Video oder dergleichen, also digital. Also ich löse den Film wieder analog auf und versuche sozusagen den Menschen wieder auf diesen Moment, auf den einzelnen Kader hinzuführen. Der Kader im Film sozusagen führt mich eben auch zur Fotografie, die ja sowieso nur als Kader vorhanden ist, als Einzelbild. Und ich versuche aber dem Medium Fotografie die Zeit abzugewinnen, also besonders lange Belichtungszeiten erreiche ich dadurch, dass ich ein spezielles Beleuchtungssystem verwende, das wiederum aber so funktioniert wie das ganz frühe Fernsehen. Ja, ich würde mich freuen, wenn Sie herkommen und sich die Ausstellung anschauen und auch auf ein kurzes Gespräch, falls ich gerade anwesend bin.